hier nichts. Die Maschine wurde für die Kälte geboren. Das ist mir schon klar. Löschwasser und Säure. Weiß nicht, ob es an meiner verbesserten Ausrüstung liegt oder woran, aber irgendwie habe ich das Gefühl, besser läuft, als es soll. Oder es gibt halt wirklich echt einen Unterschied zwischen den Schwierigkeitsstufen. Ich bin echt zu blöd zum Zielen, oder?
Alter Schwede. Es war nicht einfach. Aber es war okay. Ich finde es halt irgendwie so krass, ne? Also, wenn man mal bedenkt, dass wir auf leicht spielen. Und die Kämpfe halt eine aktuelle, gerade die großen Viecher, eine große Herausforderung sind. Oder man muss angemessene. Sein. Dann läuft doch irgendwas verkehrt. Haben sie, glaube ich, die Schwierigkeitsstufen so ein bisschen. Verkackt, ja. Scheibenwerfer. Sah cool aus. Hätte ich vielleicht brauchen können. Da hörst du doch im Hintergrund schon wieder was. Ich sollte mich mal umsehen. Herausfinden, was sie vorhaben. Ja. Das Lager ist abgeriegelt. Die mögen wohl keine Besucher. Vielleicht führt noch ein Weg hinein. Ja, das kriegen wir auch hin, Mädchen. Ich muss halt echt gut aufpassen. Ich glaube, wenn ich hier den Alarm auslöse, habe ich ein Problem. Super. Frage ist, wo komme ich hoch? Hier muss es doch irgendwo einen Greifpunkt oder so geben. Das habe ich doch schon längst entdeckt. Naja, man kann nie vorbereitet genug sein. So.
da hängen nur Maschinenteile. Ist jetzt allerdings, wie komme ich da rein? Also 35, das bedeutet, die sollten schon meine Kragenweite haben. Hier finden und klären, was in diesem Lager vor sich geht. Ich versuche es zu. Sieht aus, als trainierten die Rebellen hier ihre Truppen. Die haben alle so einen Scheiß. Ikaro ist dem Hain nochmal davongekommen. Nicht nochmal. Die haben halt alle so einen Helm auf. Gefällt mir nicht so gut. Was? Oh, komm schon. Voll verkackt, ich Vollidiot. Wir sollten es lassen. Wachsam bleiben. Vielleicht haben wir was übersehen. Gar nicht so viele, ne? Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen langweilig und ein bisschen lame, aber wenn ich mich da jetzt wie so ein Bekloppter durchs Getümmel stümmel. Hier scheint diesmal niemand zu sein.
wenigstens treffen würde. Also viele Rebellen sind es jetzt hier nicht, ne? Wenn ich das hier berühre, ist vorbei mit Spaß. Tenakgefangene. Ja, dann will ich da mal hin, ne? Genau, was ich brauche. Nicht unbedingt. Wer bist du? Jemand, der helfen will. Folge mir, dann kommen wir vielleicht lebend hier raus. Mir bleibt wohl keine Wahl. Die Frage ist jetzt, kann ich das Tor öffnen? Wenn das verrammelt ist, wird es ein bisschen schwierig. Eigentlich muss man das doch von innen öffnen können. Nein, ich wollte doch... Ich will das Tor nicht senken. Das Tor ist jetzt komplett zu, super. Warum kann der keinen... Ich verstehe zwar nicht, warum der nicht laufen kann. Also keine Treppen oder Leitern, aber okay. Super. Es regnet doch, ey Leute, kannst du nicht... So heiß kann es auch gar nicht sein. Oh, das ist ja süß.
Dorf sind nur gute Soldaten. Mehr kann ich nicht verlangen. Was war das? Ich komme hier schon raus. Na, ich wollte sowieso warten. Ich glaube, der Himmel hasst mich. Na, komm her. Ich werde platt, platt. Meine Ausrüstung auf. Mimi, ich werde nass, meine Ausrüstung auf. Wenn dir deine Probleme gerne abnehmen, Mädchen, musst du nur herkommen, den Helm abziehen und sagen, lass mich in Ruhe. Kriegen wir den Kram bestimmt gut hin. Ich glaube, das Rebellenlager werde ich nicht am Stück machen können. So, der da unten gefällt mir nicht. Weil ich glaube, der wird nicht ganz so einfach zu besiegen sein wie die anderen. So viele Rebellen wie möglich kalt machen. Ganz still halten. Das passt mir gar nicht. Ja, solange die suchen, macht es keinen Sinn. Die
Frage ist jetzt, wie lange suchen die nach mir? Wunderbar. Ich finde hier nichts, also vermutlich nichts. Es ist immer gut nachzusehen. Natürlich gucken, dass ich hier noch jemand. Immer die angreifen, die weiß sind. Dann werden die erstmal alarmiert und geben ganz schnell die Suche auf. Vor allem kriege ich dann noch meinen Heimlichkeitsschaden. Das könnte eine Ablenkung sein. Ich fürchte immer noch, wir sollten dass zurück da auf ist. Unsere Posten. Dass der weiß war. Ja, es ist vielleicht ein bisschen lame, aber auf der anderen Seite funktioniert so. Ganz zufrieden. Ich hätte ihn getroffen. Super. Ich glaube, wir werden angegriffen. Ach Quatsch. Keine Spur von irgendwem. Ja, ist ein bisschen lame, aber ich den jetzt angreife, ist die Kacke am Dampfen. Hier gewesen sein. Gebt's auf! Machen wir mit unserer Arbeit weiter. Irgendein Zeichen vom Feind?
Karre ist zu feige, um sie zu treffen. Ja, ne? Kann man so machen. Es wird aber wieder weniger. Also jetzt irgendwie großartig Ziele finden, wird ein bisschen schwierig. Ich darf jetzt nur nicht die Nerven verlieren und nicht ungeduldig werden. Und dann sollten wir eigentlich gut klarkommen. Söhne des Prometheus. Die hat einen Fokus. Das passt. Wie sollten sie sonst Maschinen überbrücken? Den nehme ich. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber die sind mir doch ein bisschen sehr nah auf die Schliche gekommen. Zurück, aber bleibt wachsam. Wir haben schon jemanden verloren. Okay. Hier muss ich echt warten. Hier muss ich echt gut aufpassen. Das ist mir schon klar. Es lief doch ganz gut. Es lief doch super. Lang, aber super. Die letzten zwei waren jetzt ein bisschen... Könnte deren Kommandozentrale sein. Die letzten zwei vielleicht ein bisschen ungeduldig, aber... Verschlüsselt. Vielleicht kann ich ihn in der Basis hacken. Was führen die hier sonst noch? Eine Karte. Wenn ich das richtig sehe, führen alle Straßen in den Dschungel durch dieses Dorf. Interessant. Goldbarren. Also ich würde sagen, wir haben
ausgesorgt mit zwei Goldbarren. So wie es hier aussieht, ist dieser Ort wichtig für die Tenak-Anhänger. Aber die Rebellen scheinen ihn nicht zu mögen. Diesen Ort einzunehmen ist eine gute Strategie der Rebellen. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Dieses Dorf hat eine besondere Bedeutung für den Stamm. Regala meinte es wohl als Botschaft, als sie ihren Truppen die Einnahme befahl. Das klingt nach Ärger. Ich sehe lieber nach, was los ist. Kann sein, dass es da zu Streitigkeiten gab. Kam. Rebelle? Ich meine, ich will mich da jetzt nicht einmischen, ne? Gut gemacht. Ich habe zwar nichts gemacht, aber ist okay. Das Problem ist, es sah für mich halt so aus. Es bräuchten sie keine Hilfe. Nee, ich wusste halt echt nicht, wen ich jetzt angreifen soll. Weil das eigentlich nur rote Leute waren. Süße? Aloy, du bist doch gekommen. Gatak, was für ein perfektes Timing. Erst halfst du uns mit diesem Abschaum in der Wildnis, jetzt hast du uns geholfen, unser Dorf zu befreien. Gerne. Dafür schulden wir dir Dank. Marschstieg ist ein heiliger Ort für meinen Clan. Hier trainieren wir für die Prüfungen, die uns zu richtigen Soldaten werden lassen. Das ist schön. Und hier erhalten wir unser Zeichen, wenn wir sie bestehen. Hier wurde Hekaru selbst zum Soldaten. Diesen Ort einzunehmen war also eine Machtdemonstration von Regala. Eine fehlgeschlagene, dank dir. Wir lassen den Ort wieder aufblühen und schützen ihn vor allen Rebellen der Gegend. Kein Thema. Das klingt, als kämt ihr jetzt allein zurecht. Ich gehe dann mal. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Immer. Ja, war jetzt noch ein bisschen länger als gedacht. Ich habe mir gedacht, ja, das ging. Also dementsprechend alles gut. Hier, macht's gut, Leute. Tschüss.